Bei Artist Unlimited haben wir die Ausstellung Die Wirklichkeit steht neben sich von Dagmar Weiß besucht. Ich glaube, der Ausgangspunkt für mich ist ganz oft was sehr Emotionales. Also ein Gefühl, was ich versuche in ein Bild zu übersetzen, weil es zu spezifiziert ist, um in Sprache ausgedrückt zu werden. Also das ist eine Videoarbeit, wo ein Porträt, eine Frau einfach im Grunde genommen wartend da sitzt und eine Handtasche auf dem Schoß hält und die Handtasche atmet. Ich versuche nicht Videos zu machen in dem Sinne, dass ich eine Geschichte erzähle oder dass eine Narration da ist, die einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende hat, sondern eher, dass die Bewegung manchmal ein wichtiger Part ist von dem einen punktuellen Gefühl, was ich ausdrücken will. Und insofern mache ich schon bewusst oder versuche ich eben bewusst die Loops so zu machen, dass man den Anfang und das Ende nicht mitkriegt. Da bin ich sehr froh darüber, wenn ich es hinkriege, mit meinen Arbeiten Fragen zu stellen. Also dass man wirklich da steht und denkt so, aber was? Und anfängt sich was zu fragen. Währenddessen zeigt Frank Herzog im Kunstraum Rampe seine Werke. Also die Ausstellung heißt ja Neulich und Jetzt. Und dieses Neulich ist bezogen zum einen auf meine frühere Zeit in Bielefeld, zieht sich aber auch auf die Arbeiten, die neulich entstanden. Diese Aquarellserie da hinten, die sich ausschließlich auf Fundstücke aus der Brockensammlung in Bethel beruft. Und die Arbeiten heute, sodass man sieht, dass da so ein chronistisches Thema eigentlich über die Zeit zusammengekommen ist. Ja, nehmen wir mal als Beispiel diese etwas unscheinbar wirkende, aber trotzdem volle Kiste. Diese Figuren gab es real. Das ist die Gaststätte Jordan. Und die war so kurios. Es war auch ein ganz kreativer Prozess, der da stattgefunden hat. Also man könnte es auch sagen, es haben da wirklich unfreiwillige Performances stattgefunden. Zeitgleich präsentiert Jessica Koppe in der Galerie 61 ihre Ausstellung Fragile. Papier spielt eine große Rolle, also ist als Werkstoff immer wieder aufgetaucht. Und eben alles, was so zwischenmenschliche Beziehungen angeht, habe ich, ich immer wieder auch als Thema drin. Mich interessiert das, wie wir wohnen, wie wir leben, wie wir uns so einrichten. Aber eben auch, was so Häuser als Ausdruck unserer Persönlichkeit sind und wie sie uns auch manchmal isolieren. Und ich habe gedacht, ich fände es so schön, wenn zwei Menschen, die sich vielleicht mögen oder auch nicht, weiß man ja immer nicht genau, jeder ein Haus für sich hätte, die aber auch verbunden sind. Und diese Verbindung ist wie jede zwischenmenschliche Verbindung eben eine sehr zerbrechliche, eine sehr gefährliche, wo man auch sehr vorsichtig manchmal umgehen muss, damit man da heile vom rüberkommt und den anderen erreichen kann. Und gleichzeitig eben so die Idee des Rückzugsortes, nämlich sozusagen, okay, ich habe hier meine Höhle und ein Baumhaus ist, glaube ich, so der Inbegriff von Höhle und kindlicher Sicherheit und ne, also alles, was uns so im Kern irgendwie so glücklich macht. Und das Bein der Putzfrau ist eben auch so ein, ist auch eine meiner Lieblingsarbeiten mit dem Papp-High Heel und der Stange des zerbrochenen Besens, der ist mir mal selber beim Treppenhaus wischen zerknickt. Und dann habe ich gelesen, dass da unten Peggy Perfect draufsteht. Das ist eine Marke für Haushaltsgeräte aus dem Baumarkt, glaube ich. Peggy Perfect, fantastisch, ja? Wollte ich aber nicht so nennen. Das ist das Bein der Putzfrau jetzt. Das ist eine Reihe, die ist sehr, sehr intuitiv entstanden. Deswegen sind die Figuren zum Teil auch sehr seltsam, weil die nämlich aus zerlaufender Farbe oder sowas herausgearbeitet sind. Und manchmal gelingen die total super und funktioniert das schon ganz schnell als Bild. Und manchmal muss ich in, was weiß ich, 10, 20 Schichten immer mal wieder drüber, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt formt sich da so langsam ein Bild, mit dem ich arbeiten kann. Es gibt auch ganz oft Phasen, da gelingt das gar nicht. Zum Beispiel bei diesem kleinen Häuschen, die ich da an der Säule habe. Das ist im Grunde die Stadt der verbannten Kunstwerke, wenn man so möchte. Also das sind kleine Häuschen und in diesen Häusern sind Reste von alten Kunstwerken, die es nie so an die Galeriewand geschafft haben. Und die haben jetzt alle ein kleines Haus bekommen und werden jetzt im Grunde auf diese Art und Weise geadelt. Die kriegen jetzt also einen Schutzraum, wie hier in den Baumhäusern. Und gleichzeitig schaffen es die Kunstwerke, die so ungeliebt sind, dann doch wieder in die Galerie, in dem sie jetzt hier in diesem Häuschen da wohnen dürfen. Aldi Süd hat das Logo von Günter Frutrunk. Das war leider ein schon verstorbener deutscher, sehr wichtiger, konkreter Künstler, der auch bekannt ist durch seine schrägen Linien. Und der hat tatsächlich das Logo für Aldi entwickelt. Also manchmal ist die Kunst und Kommerz oder sagen wir mal Banalität, ist mir da eigentlich viel lieber, das Alltägliche, das Banale, hat oftmals eine doch sehr enge Verbindung. Und
Bei diesen Tüten ist es so, dass die auch alle aus einem Stück sind. Das ist aus Lindenholz. Die habe ich mir als Modell immer ausgestopft und dann habe ich sie skulptiert und bemalt natürlich. Ich finde es auch wichtig, dass eine Kunst auch sowas hat, dass so ein bisschen Liebe, Tod, alles gehört da rein. Sex, alles was zum Leben gehört halt. Und Kunst ist keine brave Sache. Und wenn sie sich hinter was Braven versteckt, wie bei mir manchmal, kommt dann der kleine Silberhammer von hinten. Und das liebe ich besonders.